Hallo zusammen, willkommen bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da sind und dabei sind. Schauen wir mal, was heute auf dieser Etappe alles so zu kriegen gibt. Starten tue ich am Bahnhof Luzern, wo ihr gerade im Hintergrund überall ein bisschen etwas gesehen vom Luzerner Bahnhof. Direkt beim Haupteingang gehen wir jetzt mal raus. Und das ist der Haupteingang, wo wir rauskommen. Das schöne große Denkmal und so weiter sehen können. Wenn ihr direkt hier rechts geht, gibt es ein paar Tafeln, auch für Wandel- und Velorouten. Einfach weiter alles geradeaus unter dem großen Bogen durch. Auf die andere Seite haben. Bahnhof hinter mir. Dann von hier drüber kommen, starten wir ungefähr da vorne. Und dort sehe ich auch schon die erste Wandertafel, hier irgendwo zwischendrin. Also heisst das hier über, zu der anderen Brücke über. Im Moment laufen wir alles im Wasser entlang, ziemlich eine längere Strecke. He? Hinter mir hat es nochmal gerade so eine Tafel gehabt. He? Ich habe auch schon Velotouren hier durch gemacht. Los geht's schon mal mit meiner ersten grossen Sehenswürdigkeit, he? Wohl die bekannteste und berühmteste von Luzern. Oder für die Leute, die in die Schweiz und nach Luzern kommen. Schön unten durch bei Kastanienbäumen, wo uns richtig Schatten geben, wenn es warm wird. He? Und gerade nochmal zum Anfang vom Film ein paar Informationen. Und zwar betrifft das, in welche Richtung dass man wandert. He? Heisst, wenn ihr nichts anderes gesehen, läuft ihr geradeaus. Und wenn ihr dann immer noch nichts seht, bin ich überzeugt, sind wir falsch. Die gerne ins Wasser wollen, also hier oben ist auch Baden erlaubt. Einfach schauen, was man achten muss. Hier geht es weiter. Ein bisschen ungünstig platziert, weil man sie nicht sieht, wie sie hinter den Tafeln ist. Einfach alles im Gewässer entlang. Vorne ist der Wanderweg und gleichzeitig noch eine Veloroute, die ich auch schon gefahren bin. Wir haben hier wieder einen grossen Platz, wo man spielen und sich aufhalten kann, Pause machen, relaxen, baden, alles Mögliche. Und Sitzmöglichkeiten hat es auf diesem Weg bis jetzt auch ganz Haufen gehabt. Jawohl, ein Haufen Wegweiser für eine Veloroute. Übersicht, wo wir auch schon mal eine gesehen am Bahnhof. Mal schauen, ja, diesmal ist ein bisschen mehr Wasser drin. Das ist die Reusszopfbrücke Süd, 2014 gebaut worden.
finden gerade irgendwelche Massnahmen statt. Jeder, der schon einmal länger gelaufen ist und gewandert ist, weiss, wie angenehm es ist, auf einem Naturboden zu laufen. Wenn man auf der anderen Seite startet, weil die Etappe ja eigentlich auf der anderen Seite anfängt, hey, in Sursee. Aber man kann ja auf beide Seiten laufen, das ist egal. Kommt man dann hier langsam Luzern zu. Und dann ist man hier ziemlich froh. Hey. Finde ich jetzt eine tolle Idee, dass hier nicht so die Härte ist, wo man läuft. Nur für die Velo die Härte ist. Hey. Cool. Super Idee. Immer wieder schöne Plätze im Schatten, hey, am Wasser. Und dann haben wir hier noch so eine Kugel. Vermutlich, jawohl. Die Erde im Weltall. Das ist ein Planetenberg, was es hier gibt. Hey. Okay. Sädelbrücke 432 Meter. Bis jetzt alles super gut ausgeschildert. Einfach kommen wir geradeaus. Ah jo, gelesen haben wir hier noch Holzkulturen weg. Tatsächlich, da hat man das eine oder andere antreffen. Jetzt haben wir eine Haufe schöne Sachen gesehen auf dieser kurzen Strecke. He? Der Holz- und Skulpturenweg geht weiter hier im Gewässer entlang. Aber unsere Route führt uns jetzt vom Gewässer weg. He? Die zeigt hier offen. Also gehen wir dort rauf. Ja, rauf heisst nicht rauf, bergauf im Moment. He? Einfach in die Richtung auf uns zu mal schauen. He? Wenn nichts steht, so wie üblich, geradeaus. Ah, interessant, he? Eben, parallel dazu geht ja die Veloroute. Das ist die, die ich gemacht habe. Die findet ihr komplett auf meinem YouTube-Kanal, he? Die Nord-Süd-Route. Wo ich mit dem Velo gefahren bin. He? Ja, da geht es nachher irgendwie da innen durch. He? Man sieht dort eine Wandertafel, dann kommt hier, man sieht keine Wandertafel. Da müssen die Augen gut aufhalten. He? Da ist ein Restaurant. Da haben wir einen Pfeil gemacht. Dort sind wir gekommen. He? Alles gut ausgeschildert. Wunderbar. Da bin ich glücklich, wenn das so läuft. Wanderweg wunderbar ausgeschildert. He? Geht hier hinten. Ich will euch aber noch etwas anderes zeigen. Auch hier wieder ein super schönes Plätzchen, wenn auch nicht am Wasser an. Aber im Schatten. Mit Tisch. Und die Bank, was will man mehr, wenn es heiß ist? Und Denkmal an Kaspar Steino, wo 1653 verstorben ist. Hui, das ist alt. Das heisst also, dass da gerade der Flughafen in der Nähe ist. He? Das ist hier auf der rechten Seite von mir. Vorher war er links. Du hast eine Schlaufe fliegen in diesem Fall. Das Flugzeug hat auch ziemlich kalt ausgesehen. Aber hier, jawohl. Ah. Ja, da geht es alles wunderbar, alles gut. Wunderbar. Ach, je meine. Ja, ich habe ja die Routen nicht geplant, aber weil es hier der Flughafen ist, müssen wir jetzt den ganzen eingezäunten Flughafen umlatschen. Das heisst, alles wieder zurück.
alles, was ich von dort hinten hier gelaufen bin und hier um die Ecke, kann ich jetzt wieder dazwischen latschen. Ja, wahrscheinlich können sie einfach wollen, dass man am Flughafen näher ist, aber naja, das sehe ich jetzt nicht gerade als sehr sinnvoll. Aber das ist meine Sicht. Darf jeder sehen, wenn er will. Ha, dort hinten jetzt noch Berge mit Schnee drauf. Hat noch Schnee, hä? Aha, ich glaub's da, will jetzt landen. Jawohl. Da landet. Das ist der Gleichliege gesehen. Der hat wahrscheinlich einfach eine kurze Testflugphase gemacht. Oder was auch immer, das kann ich ja nicht genau wissen. Oder besser gesagt, ich kann es gar nicht wissen. Schrebergärtli. Ah, hallo Miriam, falls du das siehst. Jetzt fällst du mir gerade durch. Kommst du mir gerade durch in den Sinn. Na super, ich glaube, das gilt mir. He? Vorne schießt einer Knallpedarde. Ich bin halt nicht so schnell wie ein Auto. Ich stehe jetzt genau da zwischen innen, wo abgesperrt ist. Ach die Scheiße. Da landet wahrscheinlich ein Flugzeug oder er startet einer. He? Und ich habe gedacht, was knallt denn da die ganze Zeit rum? Jo. Shit, he? Ich stehe da mit drinnen als Wanderer. Schranke unten, hä? Ach die Scheiße. Ja doch, da kann ich irgendwie durch. Oh, Mamma mia. Ja, so kann es gehen, hä? Ich habe kein Gaspedal, das geht bei mir nicht so schnell wie bei einem Auto. Okay, was startet oder landet? Ah, apropos, da jetzt auch Bänkle, hä? Können da hinsitzen und zuschauen. Wir nehmen jetzt auch unter, was da kommt. Mal schauen, was da startet oder landet. He? Ja, jetzt ist mir klar, warum der die ganze Gumme geballert hat. Er hat mich wohl erwarnen, dass ich wechsle. He? Ich habe nicht gemerkt, dass ich mit drin stehe, wo die Schranken runter sind. Aha, durchgestartet. Ui, ich hoffe, ich bin nicht schuld, he, dass der jetzt hat durchstarten musste, weil der musste warnen, dass ich dort noch drauf gestanden bin, weil ich dort durchgewandert bin. He? Ja, falls das der Fall ist und ihr das gesehen habt. Sorry. Oh, da kommt gerade der Nächste. Halleluja, knallt das hinten raus. Ja, da wird auch durchstarten, so schnell wie die kommen. Ja. Jawohl. Vielleicht mache ich die einfach in Übung und inzwischen landen. Da ist auch durchgestartet. Hey ho, dann gehe ich auch gerade weiter. Schnell etwas trinken, ein paar Nüsse mampfen, dann geht es für mich auch weiter. Wunderbar. Ah, sehe ich gerade von dort Wanderertafel, die zeigt auf der anderen Seite entlang. Also das heisst, auf der anderen Seite vom Haag gehen wir jetzt wieder führen. Oh, kommt schon wieder. Da kommt schon wieder etwas. Ja, zum Glück bin ich jetzt da. Schon eindrücklich oder was? Wow. So eine kleine Maschine. Ach, so noch meist. Okay. Wow, jetzt haben wir gerade noch fast dran. Absatz hier beim Fußgängerstreifen. Der Flugplatz, der Flughafen. Flugplatz hier, ist kein Flughafen. Dann lassen wir jetzt hinter uns. Der andere Weg geht hier rauf. Muss ich gerade sagen, hat das Timing ja passt. Wäre ich dort geradeaus, wie ich gesagt habe. Ich sehe nicht, warum man da drum herum muss. Hat das Timing für mich heute perfekt gepasst, dass ich die Flugzeuge gesehen habe. Wäre ich wahrscheinlich da geradeaus, hätte ich die nicht gesehen, so noch. Hätte ich sie noch gehört. Jetzt geht es einmal in den Wald rein.
Endlich kommt Walden. Ja, wir sind ja vorher an der Reuss, glaube ich, war das da. Am Wasser, am Gewässer entlang gelaufen. Jetzt auch Bäume gehabt, aber Wald ist es ja nicht. He. Das ist jetzt endlich einmal Wald. Oh, herrlich, da ist gerade kühl da drin. Unten, die ganze Weg, hat über das offene Feld. He. Heiss. Trinkbrunnen bis jetzt. Das letzte dort, bei diesen Skulpturen, ist ein kleiner Brunnen noch gestanden. Vom Wasser rausgekommen ist, wo nicht angeschrieben ist. Ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen. Ja. Aber sonst bis jetzt keine Möglichkeit gewesen, um Wasser aus meinem Brunnen zu holen. Mehr jetzt, seit ich draußen bin, von diesem Skulpturenweg. Und da Gewässer entlang. Also, hier habe ich jetzt tatsächlich zum allerersten Mal wirklich richtig müssen kontrollieren, ob ich hier den Weg so muss gehen, wie ich mir das gedacht habe. Wir sehen, ich komme jetzt von hier. Trottoir, da ist Trottoir fertig. Wenn man nichts gesagt und nichts angeschrieben ist, heisst es normal geradeaus. Aber hier links an der Tafel haben sie ein Wanderzeichen angemacht. He? Was man jetzt auch könnte deuten, dass man wieder dahinter müsste, weil ja hier der Weg aufhört und man nicht weiter kann auf einem Trottoir, oder? Das ist jetzt ein bisschen, ja. Und meine App hat gesagt, ich soll hier geradeaus. Ja, dann gehen wir halt hier geradeaus, he? Ich hoffe zumindest, dass es stimmt, weil ja, wahrscheinlich stört da irgendwelches Zeugs vom Militär. So Vermutungen habe ich ja schon lange, dass irgendwelche Sachen an mein Signal stören. He? Weil die App hat hier wieder nicht funktioniert. Sie hat zwar angezeigt, wo ich bin, aber mit der Navigation, mit dem Smartphone drehen, hat mir das nicht angezeigt, in welche Richtung das ich muss. Deswegen musst du immer zuerst ein paar Meter laufen und wieder auf die App schauen, ob du tatsächlich richtig bist. Aber da vorne sehe ich wieder ein Zeichen, ja. Und eine Wandertafel auch, also sind wir da richtig. Wunderbar. Das war ein kurzes Stückchen, gewesen, wo wir im Schatten gelaufen sind. Ein Brunnen, wenn er dann läuft, he, läuft er mal einer nicht. Sehe ich selten, dass Brunnen nicht laufen auf den Wandertouren, die ich mache. Da sind wir irgendwo bei einem Hof. He. Und dann wieder zurücksäcken, Kamera holen, dass ich euch die Perspektive zeigen kann. So Späßchen mache ich nicht öfters, wenn es so heiß ist. Ja, da vorne geht es links. Da war ein kurzes Stückchen wieder in Schatten. Ah, da kommt eine Brücke. Wow, die Brücke. Oh je, irgendeine Alarmanlage. Aha, da geht's rauf. Nachdem wir da rauf sind, he, kommen wir hier rauf, wo eine Wandertafel hinter mir, bei einem Brunnen. He. Es kommt endlich wieder einmal Trinkbrunnen, kann man Wasser rausnehmen. Es ist schon ein bisschen länger über das offene Feld wieder gegangen. He? Was heisst, viel Wärme, Sonne. Hinter mir sehen wir eine Kirche. Das ist eine Option, wo man eventuell Wasser findet, he? Wo man trinken kann. Ohne Gewehr, aber es ist auch eine Möglichkeit, zum Wasser zu finden. Ja,
Das verlassen wir gleich, weil es dort rauf geht. Sind wir ein Stückchen weiter oben, das ist ja dort rauf gegangen. Ich wollte jetzt schon mal Pause machen, wo ich etwas esse, richtig. Nicht nur Snacken tue. Also ja, richtig essen in dem Sinn. Ein bisschen mehr essen als nur Snack. Und meine Hoffnung war eigentlich die, weiter oben, wo die Bäume sind. Irgendwann mal einen Schattenplatz haben, wo man hinsitzen kann. Hoffnung stirbt zuletzt. Das letzte Bänkli da unten war voll in der Sonne und nebenan einen dicken, grossen Baum, der Schatten gibt. Ohne Bänkli. Knapp 10 Meter nebenan. Das Bänkli in der Sonne. In der Sonne! Ah, da vorne hat es noch Bäume. Mal schauen. Da bin ich wahrscheinlich dann mal auf der Höhe. Das ist auch noch Mittelland oder so, wenn ich dem das so sage. Das ist eher flach für unsere, für meine Verhältnisse. Und wie es Mittelland ist, wahrscheinlich auch nicht viele Bäume, so wie ich das Erinnerung habe mit dem Velo, wo ich da durch bin. So bin ich halt meistens. Ja, am Velo merkst du es nicht, da fährst du, ist noch ein bisschen der Fahrtwind, der hielt. Im Laufen bist du auch nicht so schnell. He? Ah, wunderbar, herrlich. Ein richtig fetter, grosser Lindenbaum. He? Das ist eine Linde. Herrlich, hier mache ich jetzt kurz Pause. Wunderbar, dann noch schnell die Schuhe ausziehen. Wirklich einen Moment hier bleiben. He? Dort hinten steht auf dem Dach Getränke. Da vorne gibt es noch einen Getränkemarkt, wie es aussieht. Vielleicht ist es auch nur für Firmen. He? Helikopter, Flugzeug. Und was ich ganz cool finde, bevor ich jetzt Pause mache und ja, ich kann nachher weiter. Unter der Linde fließt das Bächle unten durch. Das ist doch mal voll cool. He? Das kommt da unten raus und fließt runter. He? Interessant. Fertig mit Ruhe. He? Wieder unterwegs. He? Zum Vergleichen he, von den Höhen mit den Bäumen. Seht ihr hier? Ist deutlich höher. He? Das ist die Linde, die ich darunter war. Das ist der höchste Baum, den ich hier weit und breit war. Tatsächlich, hier können wir auch Getränke kaufen. He? Wunderbar, oh, die Aktion, 50 Rappen. Ist das ein Bier? Halber Preis. Organics Ginger Ale. Wow, okay. Schau, ob es denen etwas Kieles gibt. El Toni. Ah, jetzt. Das hat jetzt gut hier noch schnell etwas Kiels in den Abend lassen. Der Wanderweg führt das exakt an diesem Getränkemarkt vorbei. Perfekt. Ihr wisst jetzt auch Bescheid. He? Können du. Ja, sehen wir jetzt. Knapp ein Drittel von der Strecke, schätze ich, vielleicht etwa. He? Ich bin noch nicht wirklich weit gekommen. ich habe es ja nicht präsent. So. Es ist wieder Sommerzeit. He? Es ist so gegen Ende Mai. Länger hell. Wunderbar. Ah, da vorne ist eine Baustelle, die brauche ich nicht sehen. Nicht die erste, die unterwegs kommt. Mit auf dem Weg. Hey, Jemine. Da muss ich wahrscheinlich durch die Wiese laufen. Ach, Remi.